So, weiter geht's. Der Grund, warum ich das jetzt überhaupt ganz dringend durchspielen will, einfach nur so als Nebeninfo für all die, die es noch nicht wissen und für all die, die bei denen es schon passiert ist, tut mir leid. Amnesia 2 erscheint demnächst. Und wer wäre ich, Amnesia 2 anzufangen und Amnesia 1 anzufangen und keins von beiden durchzuspielen? A Machine for Pigs ist in Kürze da, möchte ich fast sagen. Quartal 2, 2013 soll es erscheinen. Und ich werde natürlich vorne dran sein. Did we find this map? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we plan. Okay, wir haben. Entschuldigt, wir haben jetzt hier eine Reihe an Rätsel vor uns und beim letzten Mal ist hier nicht ein Zombie erschienen. Ob wir eben jede Menge Rätsel zu knacken haben. War das der Raum? Er steckt fest. Genau, wir merken uns ganz niedrig, ganz oben, ganz mittig. Das muss hier nämlich genauso sein. Ja! Ich habe die Rätselnummer schon alle gelöst, aber glaubt mir, auch in der ersten Aufnahme habe ich hier nicht lange für gebraucht. Am nam nam. Nichts. Nichts. Ich habe damals schon gesagt, und ich werde es hier auch wieder sagen, hier können theoretisch keine Zombies erscheinen. Sollte ein Zombie erscheinen, würden wir sofort durch diese Tür da rennen und der Zombie wäre völlig sinnlos. Also hat man hier wirklich mal auf ein bisschen Ruhe rätseln gesetzt, was ich auch nicht verkehrt finde. Eins, zwei, drei. Das ist zu hoch. So, und jetzt einfach nur hier hochziehen. Hallo. Hochziehen. Ja, das ist ein bisschen mit rumprobieren verbunden natürlich. Bei dem ist es nicht Klick macht oder so. Die hängen jetzt beide auf selber Höhe, das heißt, die muss auf jeden Fall niedriger. Gucken wir uns das nochmal drüben an. Wir merken, der Geisteszustand hier nimmt auch nicht ab. Glasklar. Ich würde sagen, hier ist es wirklich sehr hell erleuchtet. Das ist wirklich nur für die Rätsel. Der ist also auf jeden Fall auf Augenhöhe mit mir. Nehmen wir den mal als Grundstein. Wir sehen, er hängt auf jeden Fall zu hoch. So, der hängt perfekt. Nehmen wir den zweiten noch ein bisschen höher. Den ein bisschen näher höher. Mach doch mal Klick. Antivir, nerv mich doch nicht, Moment. Klack, so blödes Antivir, nervt doch nicht ab. Mal sehen, wie weit hängt denn der zweite? Also so, dass wir gerade drunter passen, danke, dass du nicht runtergekommen bist. Na, dann haben wir doch mal eine Orientierung. So, hängt perfekt. Hängt eigentlich auch perfekt. Drehen, drehen, drehen. Drehen, 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 bis das Ziel erreicht ist. Shibuya. Alter, nerv doch nicht. Tick zu hoch. Schönes Licht übrigens. Immer noch nicht richtig. Aber vielleicht muss ich dir noch eine. So. Ach Alter, nun komm. Oh, das geht noch gar nicht. Ich muss die anderen Rätsel erst lösen. So, hier ganz wichtig. Ich brauche mal die Kiste. So, wenn wir mich jetzt aufdrehen, das ist alles schon gut. Geht nur langsam wieder zu. Deswegen müssen wir hier zwei Kisten stapeln. Im besten Falle drei. Das hat aber jetzt auch nur ganz knapp funktioniert.
Wer sieht, viel Zeit zum Reagieren hat man da einfach nicht. Aha, nee. Genau nicht geklappt. Perfekt. Sehr schön, wir brauchen die Rohre. Wo sind die Dinger? Da, in jedem Raum 1. Ach, komm schon, Tür. Wessen Seite stehst du eigentlich? Nimm auf der Seite des Offenen. Nee, und das Geschlossene gibt mehr Sinn. So, gucken wir erstmal, was hier ist. Achso, hier war irgendwas wieder mit Rätsel, mit den Hebeln. Ah, öh. Woher wusste ich das nur? Welch ein Wunder der Natur. Maschine, bla bla, interessiert mich nicht. Ganz unten, oben, oben, unten. Merkt, ich glaube einfach nicht, dass hier Zombies erscheinen. Selbst wenn, da renne ich denen eben in die Arme. Das war ja nicht das erste Mal. Und glaub mir, im Vergleich zu dem, was gleich kommt, ist das ein Pappenstiel. Als in der Kurbel. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich auch nicht rausgekriegt, wofür das Ding gut ist. Da ist wieder Druck auf der Pumpe. Wir haben ihn einem Herzenswunsch erfüllt. Versteht ihr? Druck auf der Pumpe. Ha, 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 ha. So, auch hier haben wir gutes Licht, aber nichts zum Einsammeln. Gar nichts. Kein Öl, kein Zündi. Gut, dann eben nicht. Machen wir mit, mein liebes Rohr. Weil ich bin am helllichen Tag und ich habe trotzdem Angst. So. Die Macht des des Klebstoffes klebt das Rohr an der Wand. Drei Stück sind es. Ich glaube, hier habe ich das gerade rausgeholt. Genau. Hey PC, was brummelst du so? Alles gut. Naja, alles gut. Ich will mindestens nur ein. Au! Ich habe gerade keinen Zombie mehr kann hören. Es wäre eigentlich voll ätzend, wenn mich jetzt hier mitten am Bauen irgendwie stören würden. So. Ein Rohr. Ich denke mal, das ist hier. Nö. Nö. Dann ist es vielleicht auf der anderen Seite. Ich habe bisher die beiden Rohre von hinten geholt. Da ist das dritte Rohr. Wer baut das Ding überhaupt auseinander? Ey, ich muss ins Unterste des Sanktums. Und werde da voll die tschäffige Sache durchziehen. Ich muss natürlich die Zeit nutzen, um das Teil hier zu zerstören. Lebst du? Oh nein, das ist ein Rätsel. Das habe ich beim letzten Mal ganz aus der Seele gelöst. Ah, seht ihr, jetzt funktioniert es auch. Daniel, is that you? What are you doing? Ich? Nothing. Papa. Hey. Toll, das ist das erste Mal, dass ich diesen Schatten direkt anspreche. Ne, hier ist das Festgesetzte. Hier müssen wir drehen. Ich glaube, das Ding hängt immer noch einen Tick zu hoch. Oh, nun komm. Ich hab Bock mehr hier rumzuhängen. Hing er daran nicht auch beim letzten Mal? Ja, nein, so ähnlich. Für alle, die es immer noch nicht gepitt haben, ich musste das alles nochmal aufnehmen und bin jetzt wieder zufällig an derselben Stelle. Also die beim vorletzten Livestream dabei gewesen waren, beim letzten nicht. Ich muss es nochmal machen. Weil die Aufnahme zu dunkel war. Gut für die, die es nicht gesehen haben. Scheiße für mich. Oh, das nervt ab. Das gibt's doch nicht. Na. Dann lieber Zombies, ehrlich. So, ich kann da drauf gucken. Ich kann mich hier gerade runterstellen. Ich kann da gerade drauf gucken. Der ist zu tief.
Ungefähr eine halbe Drehung. Nicht wahr sonst. Ich bin nicht mehr fertig heute. Wie würde Mirko sagen? Danke, liebe Spielentwickler! Uhu, das ist ja voll spannend! Ja. Ich bin so ein Hab ich irgendwo einen Hebel vergessen oder so? Wenn ich da drunter bin? Nee, das Ding ist zu hoch. Na komm, mach Klack. Wieso machst du nicht Klack? Ach, ich lass das erstmal. Scheiß auf das Rätsel. Wir haben genug andere Dinge noch zu tun. Dann kann ich mich auch erstmal hier rumkommen. Ich habe das auch nicht alle drei auf einmal gemacht. Vielleicht ist es wirklich auch gewollt, dass ich es nicht sofort kann. Und bevor ich jetzt hier irgendwie eine halbe Stunde hänge, gehe ich lieber in einen anderen beiden Räume. Wie die Dunkelgrab in Algerien. So, der schlimmste Raum ist dieser dort, aber irgendwie kommt der immer noch nicht rein, also gehen wir erstmal da rein. Genau, das ist jetzt die eigentliche Zisterne, also der Wasserspeicher. Er wartete, bis seine Augen sich in die Dunkelheit gewöhnt hatten, aber es zeichneten sich weder Formen noch Konturen. Das nennt man auch absolute Dunkelheit. So, hier passiert erstmal gar nichts. Wie ist das? Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like for drinking? Well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like water mills. Exactly. Nur alle, die sich über das Geräusch gewundert haben, ich habe mich gerade gestreckt und die Balkontür aufgemacht. Mir wäre heute ein bisschen warmer. So, ich habe hier absolut gar nichts zu befürchten. Ich habe mich hier tausendmal gefürchtet, aber hier ist rein gar nichts. Und hops, hops. Nein, da war nichts. Nein, da war auch nichts. Das ist nur ein Teil meiner Fantasie. Moment. Was war das? Egal. Kisten finde ich toll. Wasser tritt langsam in die Kammer ein. Da wir sehen, dass die Kammer füllt sich allmählich. Das ist großartig. Ich hatte damals auch gedacht, dass mich hier wieder das Wassermonster verfolgen würde, aber nö. Au. Alles gut, bin verletzt, aber ich lebe noch. Hoppa. So, einmal den Dinger zumachen. So. Das müsste es gewesen sein. Ja, sie bleiben aus. Alles gut. Mein Held beginnt sich Dinge einzubilden. Ne, glasklar, sogar hier. Ja, könnt ihr ja noch ein bisschen rumstöhnen, ist mir das ja egal. Wie ist mein Zustand? Eine Wunde blutet ziemlich stark, dann heilen wir uns noch ein bisschen. Es poltert jedes Mal, Leute. Ich weiß, ich mache die Stimmung kaputt und ich hasse es, wenn das Leute, also Let's Player in Gruselspielen machen, aber... Hier ist nichts, hier passiert nichts. Und ich werd nicht so tun, dass wenn ich Angst. Ne, jetzt verschwimmt das Bild aber. Da ist ein Fisch im Wasser. Gott, das ist hell, ich glaube, Tag, bin ich gerade trotzdem irgendwie in Panik. Und hopp. Und hopp. So, funktioniert immer noch. Da, es kommt schon mehr Wasser. Ihr seht das, es ist nicht nur so Geplätscher, es kommt da schon mehr. So. Das war die Stelle, bei der ich beim letzten Mal hängen geblieben bin, weil ich nicht weiß, wie ich das Ding da oben loswerde. Ich weiß auch nicht, wo ich die Kurbel einsetzen könnte. Bestimmt kann ich irgendwo die Brücke runterlassen. Aber wir machen erstmal einen Schnitt, sind 15 Minuten drin.